Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus der Mutig-Leben-Reihe. Mein Name ist Barbara Fischer-Reinecke und ich bin auch heute wieder dein ganz persönlicher Ermutigungscoach. Wenn du mich noch nicht kennst, dann schau dir unbedingt die beiden ersten Videos dieser Serie an, damit du besser verstehst, wer ich bin, wo ich hier bin und was ich überhaupt tue. Wenn du mich und meine Videoserie schon ein bisschen kennst, dann freu dich jetzt auf ein Thema, das deine Sichtweise auf Streitigkeiten und Konflikte nachhaltig verändern könnte. Für alle Zuschauer, also sowohl die, die mich schon kennen, als auch die, die mich noch nicht kennen, möchte ich aber noch mal ganz kurz klar machen, dass meine Videos hier auf diesem Kanal nicht unbedingt nach der Aktualität, also nach dem neuesten Datum angeschaut werden sollten, wie das bei vielen anderen Kanälen ist, sondern am besten der Reihe nach. Denn sie bauen ein Stück weit aufeinander auf und ergeben zusammen ein kleines, ja, durchaus ein kleines Mental-Coaching-Programm mit touristischen Aussichten, die du hoffentlich genießen kannst. Wie immer an dieser Stelle möchte ich dich natürlich auch heute bitten, mir hier unten ein Like zu geben und den Kanal zu abonnieren, damit du in Zukunft nichts mehr verpasst und damit dieses Video auch anderen Menschen angezeigt wird, die diese Tipps vielleicht gut gebrauchen können. Heute bin ich übrigens mal wieder da, wo ich am allerliebsten bin, am Meer. Mehreren Wochen voller Arbeit, die mir keine Zeit für Exkursionen ließ. Und dann nach den Weihnachtstagen und dem Jahreswechsel zu 2022, also wir haben jetzt Januar 2022, hat mich die Sehnsucht wieder gepackt und ich dann entsprechend meine Tasche und die Kamera. Et voilà, ich bin wieder in Amed an der Ostküste Balis, heute aber in einer ganz anderen Ecke des Ortes, in einem Hotel mit sensationeller Aussicht, aber leider ohne Strand. Da laufe ich dann eben nachher mal kurz hin. So, jetzt lass uns aber endlich starten und in unser heutiges Thema einsteigen. Ich möchte dir heute nämlich eine Frage stellen und dir auch gleich zeigen, wie diese Frage dein persönliches Leben verändern kann. Die Frage lautet: Was würde die Liebe jetzt tun? Und es war ursprünglich Neil Donald Walsh in seinem Buch Gespräche mit Gott, der sie gestellt hat. Es ist tatsächlich eine im wahrsten Sinne wundervolle Fragestellung, auch wenn sie dir im ersten Moment vielleicht etwas seltsam vorkommen mag. Ich habe in meinen Beratungen, also heutzutage per Zoom, aber früher eben in meiner Praxis in Stuttgart und da noch mehr, immer wieder mit Paaren zu tun, die meine Beratung suchen, weil sie ihre Beziehung retten wollen. Gleichzeitig gebärden sich diese Leute aber dann vielfach wie Streithähne, also regelrechte Kampfhähne. Und es dauert mitunter Minuten, bis sie überhaupt in der Lage sind, mir ihr Anliegen zu formulieren und sich auf eine gesittete Beratung einzulassen. In einem solchen Fall habe ich vor einiger Zeit eben dann diese Frage gestellt: Was glauben Sie, würde die Liebe jetzt tun? Fassungsloses Schweigen, Staunen, Unverständnis. Doch nach ein paar Sekunden, ziemlich 10 Sekunden, vielleicht war es sogar mehr als eine Minute, konnte ich den Haltungswechsel in den Gesichtern tatsächlich ablesen. Denn es ist so, dass sogar schon 6-Jährige diese Frage beantworten können. Wobei, man muss wahrscheinlich korrekterweise sagen, dass 6-Jährige diese Frage noch beantworten können. Denn bei Kindern ist die Empathie noch viel stärker ausgeprägt als bei den meisten Erwachsenen. Kinder sind noch viel stärker mit ihrem Herzen verbunden und können sich recht spontan in die Rolle der Liebe versetzen. Nicht selten antworten sie mit Vorschlägen, die einem die Sprache verschlagen. Es ist aber auch für Erwachsene meist schon nach kurzem Nachdenken klar, die Liebe würde eben nicht streiten, schreien, Türen schlagen, beschimpfen oder Vorwürfe machen, anklagen oder gar tätlich werden. Die Liebe würde stattdessen
Ja, was würde sie denn? Probier du das doch jetzt gleich mal aus. Stell dir vor, du wärst die Liebe als Wesen, als Persona sozusagen. Fühl dich in die Energie der Liebe mal ein. Spür die warm fließende Emotion. Nimm wahr, wie wohlig dir dabei wird. Und schwupp, bist du mitten im warmen Pool. Du weißt ja vermutlich schon, es gibt nur zwei Emotionszonen. Ich nenne sie halt Pools. Die Liebe, also den warmen Pool, und die Angst, das ist der kalte Pool. Diese beiden Hemisphären der Emotionslandschaft stelle ich dir in einem meiner nächsten Videos mal etwas genauer vor. Als Liebe zu handeln, heißt vor allem verzeihen, mir selbst, aber auch anderen. In der Rolle der Liebe handelt man friedvoll, verständnisvoll, geduldig, ehrlich, authentisch, gelassen, freundlich, wertschätzend, was auch immer. Ich blende dir hier mal das Bild des sogenannten warmen Pools mit ein, mit all den Emotionen, die wir dort verorten können. Und ich lese dir jetzt mal ein paar vor, die wir im Falle eines Streits besonders gut gebrauchen können. Da ist die Gelassenheit, Vertrauen, Akzeptanz, Verbundenheit, Humor, Frieden, Hoffnung, Zugehörigkeit, Sympathie, Dankbarkeit, Wertschätzung, Optimismus, Zuversicht, Freude, Mut, Bewunderung, Ruhe, Heiterkeit, Verzeihen, Demut, Freundschaft und noch einige mehr. Wenn du also mitten in einem Streit steckst oder noch die Nachwirkungen eines Streites zu verkraften hast, dann wirst du vielleicht impulsiv dazu neigen, verbal draufzuhauen, zurückzuschlagen, dich zu rächen, zum Gegenschlag auszuholen, all das gesammelte Material herauszukramen und auf den Tisch zu knallen, deinem Ego freien Lauf zu lassen und dein Gegenüber so richtig fertig zu machen. Genau in solchen Situationen ist es besonders wichtig, sich selbst diese Frage zu stellen. Was würde die Liebe jetzt tun? Und dann tatsächlich entsprechend zu handeln. Ich sage übrigens nicht, dass das leicht ist, aber mit ein wenig Übung und dem Willen dazu wird es dir immer häufiger gelingen und du wirst rasch feststellen, dass alle deine Beziehungen, auch die zu dir selbst, in kurzer Zeit sehr viel besser werden. Denn diese Wunderfrage ist erwiesenermaßen ein sehr wirksames Selbstcoaching-Tool, das einfach zu erlernen ist und in so ziemlich allen schwierigen Situationen des Lebens dir weiterhilft. Zum Beispiel, wenn du bis zum Hals in Wut, Ärger, Trauer, Verzweiflung, Angst oder eben in Erwartungen an andere feststeckst und davon einen Ausstieg suchst. Wenn du eine schwierige Entscheidung zu treffen hast oder wenn du dich von anderen verletzt fühlst, dazu mache ich demnächst auch ein eigenes Video, oder wenn du dich ungerecht behandelt fühlst, wenn du voller Ungeduld irgendwo warten musst und dann so anfängst, so innerlich wütend zu werden und mit den Füßen zu tippeln. Was würde die Liebe also in diesen Situationen ganz konkret tun? Hier ein paar Beispiele für echte Handlungen. Lachen oder wenigstens lächeln, verzeihen, zuhören, umarmen, ehrlich sprechen, mutig die eigenen Gefühle äußern, Freiheit geben, Verständnis schenken, Raum geben, sich auch durchaus, das ist ganz wichtig, freundlich und fest abgrenzen und noch vieles mehr. Geh ruhig mal jetzt in Gedanken durch ein paar deiner Lebenssituationen, privat und beruflich, und stell dir die Frage nochmal, was würde die Liebe jetzt tun? Genau genommen ist dir dieses Tool, das wirst du schnell merken, immer und überall nützlich. Und die dadurch erreichte Haltungsänderung verbreitet auf der Stelle inneren wie äußeren Frieden. Und nichts fühlt sich besser an. Das ist so genial. Du merkst schon, die Liebe ist sozusagen das große Übergefühl,
dass sich je nach Situation sozusagen ihre kleinen Brüder und Schwestern zur Hilfe ruft, wenn es nötig ist. Dieses Konzept von der, wenn du so willst, Familie der Liebesgefühle hilft vielen meiner, vor allem männlichen Klienten mit beruflichen Themen. Denn sie sagen dann empört, soll ich vielleicht meinen Chef dafür lieben, dass er mir am Freitag noch diesen Berg Arbeit auf den Tisch geknallt hat? Soll ich vielleicht meinen Nachbarn auch noch dafür lieben, dass er seine neue Gartenhütte direkt an unsere Terrasse gebaut hat? Oder soll ich meine Mitarbeiterin vielleicht auch noch dafür lieben, dass sie in der Hauptsaison gekündigt hat und uns mit dem Berg Arbeit alleine lässt? Wenn ich dann aufzähle, welche Emotionen auch zur Liebe gehören und welche Handlungen dadurch auch möglich werden, allen voran das Verständnis für die Situation des anderen, dann entspannen sich die Gesichter und der Widerstand schwindet. Dann erst können wir eben nach Lösungen aus dem Feld der Liebe überhaupt suchen. Ist es nicht so, dass wir in der Welt schon genug Kriege, Streitigkeiten und Spaltung haben? Im Großen wie im Kleinen? Wäre es da nicht eine gute Idee, wenn jeder selbst in seinem eigenen kleinen Wirkungsbereich für mehr Frieden, für mehr Liebe sorgen würde? Ich möchte dich dazu ermutigen. Meine Anregung an dieser Stelle: Nimm diese Frage und geh einen Tag lang sozusagen darüber meditierend mit ihr durch dein Leben. Schau dir die einzelnen Situationen an, also ob beim Bäcker in der Schlange, wo sich jemand vordrängelt, oder im Straßenverkehr, wo dir jemand die Vorfahrt nimmt, oder im Büro, wo jemand deiner Meinung nach seinen Job schlecht erledigt hat. Und dann frage dich jedes Mal, was würde die Liebe jetzt tun? Und du kannst das auch auf dich selbst anwenden. Statt dich im Spiegel kritisch anzuschauen und dich selbst wegen irgendwelcher Defekte zu kritisieren, könntest du die Selbstliebe aufrufen und mit dir und deinem Aussehen gnädiger umgehen. Das ist auch nur ein Beispiel für Selbstliebe. Jetzt höre ich dich aber schon protestieren und mir entgegenhalten, dass man doch nicht immer jedem alles durchgehen lassen kann. Stimmt, bin ich ganz deiner Meinung. Aber man kann für sein eigenes Wohl und das Wohl der anderen für jede Situation ein gewisses Maß an Verständnis aufbringen, Geduld zeigen und sich kurz in den anderen hineinversetzen. Du wirst sehen, das ist ein echter Gamechanger. Glaub mir bitte. Probier es aus. Und natürlich ist die Abgrenzung, aber bitte schön freundlich und fest, ein Zeichen von Selbstliebe. Aber nicht die Abgrenzung mit Härte, Rigidität und womöglich verbaler Gewalt. Also hier mein Appell an dich. Tu dir die Liebe an, in all ihren Formen, und mach dir dazu bitte ganz klar, während du im kalten Pool steckst, also eine Emotion der Angst fühlst, kannst du unmöglich zugleich im warmen Pool sein, also eine Emotion der Liebe fühlen. Entscheide dich also bitte für das, was dir und deinen Beziehungen am nützlichsten ist. Und das ist immer die Liebe. Zum Schluss möchte ich dir jetzt noch ein Zitat von Buddha mitgeben. Das heißt, Feindschaft kommt durch Feindschaft zustande. Durch Freundschaft kommt sie zur Ruhe. Dies ist ein ewiges Gesetz. In diesem Sinne, alles Liebe. Ich wünsche dir einen Tag, eine Woche, ja ein ganzes weiteres Leben voller Liebe. Ciao, ciao, bye, bye, deine Barbara Fischer-Reinicke von Mutig Leben. Ciao, ciao.